Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen Episodenfilm von Joseph Sargent aus dem Jahr 1983 mitgebracht. Und zwar handelt es sich dabei um den Film Albträume bzw. Nightmares, der seit dem 16. Dezember 2022 von Wicked Vision in drei verschiedenen Mediabooks auf den Markt gebracht wurde und das von mir favorisierte Cover B. Das liegt hier auf dem Tisch, ist limitiert auf 333 Exemplare und wartet darauf, von mir ausgepackt zu werden. So, ich muss sagen, ich glaube, ich habe diesen Film schon mal gesehen, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, bin also relativ gespannt, was mich da erwartet. So, wir packen ihn auf jeden Fall mal aus. Das müsste auch noch eins von den alten Wicked Vision Media Books sein. Die sind ja mittlerweile etwas anders. Sie sind ja mittlerweile matt, was ich persönlich sehr viel schöner finde. Damals waren die aber noch mit so einer Hochglanzveredelung, also die hatten halt so ein Hochglanzcover. Auch sehr schön. Die einen mögen es so, die anderen mögen es so. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr lieber habt. Habt ihr es lieber matt oder habt ihr es lieber glänzend? Ich für meinen Teil mag es ja lieber matt. Aber hier ist es noch glänzend. Ja, ist noch eins von den alten. So, das stört jetzt aber auch nicht weiter. Es ist halt so, ja, das glänzt. Da könnt ihr jetzt auch meine Beleuchtung sehen. Und abgesehen davon hat sich an der Qualität nicht viel getan. Ja, also damals wie heute sind die Dinger sehr robust, sehr schwer. Hier ist kaum Bewegung drin zur Seite, nach oben und unten gar keine. Und das hat sich auch nicht geändert. Also ich muss sagen, die neuen Mediabooks, die gefallen mir besser. Qualitativ hat sich aber nichts getan. Jetzt schauen wir uns erstmal das Vorlageblatt an. Da sehen wir einmal hier Two Disc Limited Collectors Edition Nummer 63. Und dann hier dieses Artwork. Das finde ich persönlich ziemlich cool. So ein bisschen, nicht so ein bisschen, total 80er Jahre hier, ne? Also mit diesem, hier so dieser, wie nennt man das? Also so ein bisschen, also ich finde es geil. So, dann haben wir hier den Titel stehen, unten freigegeben ab 16. Und hier noch ein bisschen Werbung. Deutsche HD-Premiere. Hauptfilm auf Blu-ray und DVD als deutsche HD-Premiere, wahlweise in Widescreen oder Vollbild. Super geil. Ja, also Leute, die den damals auf Video hatten und hatten den in 4 zu 3, also quadratisch fast, die freuen sich natürlich, wenn dann sowas noch mit drauf ist. Ich persönlich gehöre auch dazu. Also wenn du hier jetzt so Open Mate noch mit dabei hast, finde ich das gut. Muss nicht sein, aber danke Wicked, ich finde es toll. So. Dann haben wir auf der Rückseite von dem Vorlageblatt, das übrigens nicht verklebt war, habt ihr gesehen, ja, weil das ist ja eine Todsünde, hier auf Hochglanz Mediabooks Klebepopel drauf zu pappen, weil das Ganze dann Blasen schlägt, ja. Auf der Rückseite haben wir hier Forever Physical, ja, der Slogan von Wicked Vision, ja, gegen Stream, hier Streaming war gestern. Haut rein und kauft euch Filme, die nimmt euch keiner mehr weg. Und dann haben wir hier noch so ein paar Titel, der Nachtportier, Highway zur Hölle, auch sehr, sehr geiler Film, Sorority Babes und Slimeball Ballorama, Test der, wie heißt er, der Snuff-Film und die Hexen des Grafen Dracula, das ist übrigens auch eine Lovecraft-Geschichte, die ich nicht in der Sammlung habe. Möchte ich aber auf jeden Fall noch sehen, Boris Karloff, ganz große Nummer und Lovecraft sowieso, aber ja, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht. Mal sehen. Ich sehe ja jetzt, Wicked hat den ja. So, ja, wie gesagt, Hochglanz-Finish, also ein Hochglanz-Cover. Ja, das ist natürlich identisch mit der Vorlagekarte, nur ohne die Aufdrucke, ohne FSK-Flatschen, ohne Werbung und so weiter und so fort. Auf dem Spine haben wir auch den Originaltitel draufstehen: Nightmares, nicht Albträume, sondern Nightmares. Ja. Gut, kann man machen, wie man will. Ich persönlich hätte es schöner, aber naja, das ist Geschmackssache. Dann haben wir hier das Glotzauge von Wicked Vision und hier unten den Hinweis auf Blu-ray Disc und Universal Pictures. Und auf der Rückseite haben wir eine Inhaltsangabe mit den beiden Händen von, ich glaube, das war Cover A. Ich muss nochmal nachsehen. Genau, von Cover A. Dann haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film, hier die Credits und hier die Produktspezifikationen der Blu-ray und der DVD. Ist natürlich ein Kombipaket für alle Leute, die kein Blu-ray-Equipment zu Hause haben, aber trotzdem den Film und das Mediabook haben wollen, ist auch die DVD mit dabei. Hier ist das Bonusmaterial aufgeführt, hier der Hinweis auf Cover B und die Limitierung von 333 Stück und die Urheberrechtshinweise.
Das ist übrigens auch so etwas, was ihr euch unbedingt mal antun müsst, wenn ihr den Film von Wicked Vision reinlegt. Ich meine, wer da genauer hinguckt, wer schon ein paar hat, der weiß das. Wir haben am Anfang ja immer diese Urheberrechtshinweise. Lest die auf jeden Fall, weil die sind immer so ein bisschen an den Film angepasst. Finde ich persönlich ziemlich cool, was sich da Wicked Vision hat einfallen lassen. So, vorne haben wir die Blu-ray drin liegen. Die schaut so aus. Ja. Und hinten haben wir die DVD drin liegen. Die schaut so aus, identisch quasi, nur die Farbe von dem Kopf ist anders. Und natürlich steht hier DVD drauf und nicht Blu-ray, ne? Ist klar. Dann haben wir hier auch einen farbigen Innendruck. Ja. Und das Booklet steht ganz von alleine. Ja, das ist halt, ja, das war damals so. Es waren dicke Booklets. Ich meine, gut, was heißt es waren? Das sind ja immer noch dicke Booklets. Aber die sind halt wirklich perfekt verarbeitet, schön in der Mitte. Ja, also da hat sich auch was getan. Die sind nicht mehr hier so, ja, so da rein, sondern eingeklebt. Aber auch das finde ich persönlich eigentlich besser bei den neuen Mediabooks von Wicked Vision, weil man kann die hier vorne besser aufklappen. Man kann die besser lesen, weil es halt nicht so glänzend ist, wie es hier der Fall ist. Und generell lassen die sich besser umblättern. Aber das ist jetzt Jammern auf höchstem Niveau und es ist ja auch nicht mehr so. Also so wie es hier jetzt war, ist es mittlerweile nicht mehr. Die neuen Mediabooks von Wicked Vision sind meiner Meinung nach qualitativ besser. Wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Also Wicked Vision ist einer von den Publishern, die sich mit der Neuausrichtung ihrer Mediabooks auf jeden Fall positiv verbessert haben. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. So, wir blättern jetzt mal durch. Für meinen Geschmack ist die Schrift etwas zu sehr an den Rand gedrängt hier. Ja, also das ist zu sehr am Rand, aber das ist jetzt mein Empfinden. Ich meine, es ist ja nichts abgeschnitten, man kann alles lesen. Man kann es nicht richtig aufblättern, weil das halt so fest ist. Und das ist halt auch das Problem, man muss es halt in der Hand halten, wobei Problem, ich würde jetzt nicht von einem Problem reden, aber ist halt so. So, und hier sehen wir auch, die alten waren gebunden, ist mittlerweile auch nicht mehr, ist mittlerweile getackert, ist aber jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch, weil man kann sie halt einfach besser blättern. Jetzt sind hier für meinen Geschmack etwas zu viele Bilder aus dem Film drin, also ich finde da Filmplakate oder sowas finde ich wesentlich schöner. Aber gut, ja, jetzt haben wir hier direkt vier. Hier, das ist den Charlie Sheen sein Bruder. Der ist Emilio Estevez, also von Carlos Estevez. Darf man das sagen? Carlos Estevez, ja? Ich weiß nicht. Also Charlie Sheen heißt eigentlich Carlos Estevez. Der letzte Regisseur oder Produzent oder was es war, der das zu ihm gesagt hat, der hat mächtig Ärger gekriegt. Aber ich bin ja kein Regisseur oder Produzent und habe auch mit Charlie Sheen nichts zu tun. Und ich denke, der hat momentan ganz andere Probleme als so einen kleinen YouTuber, der ihn beim Namen nennt. So, ja, dann haben wir hier noch ein paar Bilder aus dem Film und hier auf jeden Fall der Text. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem der Text ist. Es steht bestimmt hinten drauf oder hinten drin. Ja, da steht es, Christoph N. Kellerbach, ich hab es mir gedacht. Und dann kann ich auch ungesehen sagen, der Text, der hier drin ist, der hat Hand und Fuß und ist auf jeden Fall lesenswert. Denn alles andere würde mich bei Christoph N. Kellerbach extrem wundern. So, und jetzt kommen wir hier hinten. Das ist etwas, was ich im Mediabooks immer sehr, sehr geil finde. Alte Artworks bzw. alternative Poster-Artworks. Das hier wäre jetzt das deutsche VHS-Motiv von 1984. Sehr, sehr geil. Ist übrigens ja auch das Motiv von Cover A. So, dann haben wir hier hinten noch, ja, das ist jetzt Albträume-Artwork von Giles, ja, von dem Giles eben, ja, lest es selber. Ja, ja, der Giles halt, der, das ist das, was wir hier drauf haben. Und hier ist nochmal das Artwork von Timo Würz, das wäre dann Covermotiv C. Das heißt also, ihr habt hier im Booklet sowieso alle drei Covermotive drin. Dann könnt ihr euch das Schönste aussuchen und müsst trotzdem auf nichts verzichten. Da ärgern sich jetzt die Leute, die die alle kaufen, ne? Die den jetzt dreimal da stehen haben. Aber gut, die packen die ja eh nicht aus. Sie stellen die original verpackt ins Regal, können den Film dann nicht gucken und sehen dann auch gar nicht, dass sie eigentlich alle hätten. Aber naja, jeder wie er will. Ja, ich will ja niemandem irgendwas vorschreiben oder so. Ja, und das war's auch schon. Wir sind am Ende angelangt. Wieder mal ein tolles Booklet, ein tolles Mediabook von Wicked Vision.
Der Film, wie gesagt, ich glaube, ich habe ihn mal gesehen, kann mich aber nicht erinnern. Und bei den Bildern hier, jetzt ist auch nicht wirklich was wach geworden. Also mal sehen, was mich da erwartet. In diesem Sinn, ich setze mich jetzt hin, schaue mir den Film an und im Idealfall kriegt ihr direkt ein Review dazu. Wenn nicht, kommt das in den nächsten Tagen. Ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und bleibt geil.